Einst war die Taube etwa im Ruhrgebiet das Rennpferd des kleinen Mannes. Diese Zeiten scheinen zumindest in Belgien, dem Mutterland des Brieftaubensports, längst vorbei zu sein. Hier ist die Zucht der sportlichen Haustaube Big Business. Eine Taube kann da schon mal für weit mehr als, halten Sie sich fest, 1 Million Euro versteigert werden. Unser MIMA-Reporter Gunnar Krüger war bei den Taubenzüchtern in Flandern. Bunte Klinker, grauer Himmel. Flandern ist die Fassade für ein globales Geschäft. Hier suche ich die Supertaube. Wir sind zu Gast bei Pieper, Pigeons Paradise, also ein Paradies für Tauben. Was wir hier im Hinterhof sehen, das ist mehr als ein Taubenschlag. Hier werden Millionen Euro umgesetzt. Hinter hohen Zäunen hockt wertvolle Ware. 3000 Brieftauben, glattes Kleid, klare Augen. Diese hier stamme aus besonders gutem Hause, sagt der Chef Nicolas Heselbricht. Das ist die Wert? 100.000 Euro, 50.000. 100.000 Euro. Das sei gut möglich. Schließlich ist sie verwandt mit New Kim. Im November stand die Supertaube bei Pieper zur Auktion. Der Zuschlag ging für ein Rekordgebot nach China. Und New Kim verschwand schnell wieder aus den Augen der Öffentlichkeit. Das ist der Mann, der beispielsweise einen Duif kauft von 1,6. Der Mann hat 1,6 Millionen Euro gezahlt. Er wird mit den Nachkommen der Taube an Wettflügen teilnehmen. Aber er wird auch versuchen, mit dem Verkauf ihrer Küken sein Geld einzuspielen. So eine Henne produziert 16 Küken pro Jahr. Für so ein Geschäft ist Pieper die Drehscheibe. Kein Wurm, keine Laus geht mit in den Export. George ist Schlagmanager und ein Cousin vom Chef. Die Familie bietet Qualität, auch für die Chinesen, die sich einkaufen im platten Land. Flanderns teure Tauben sind also auch eine Geschichte der Globalisierung. Frisches Geld kommt in ein altes Hobby, aber das finden nicht alle gut. De Duif, die Taube, ist seit 1888 die Zeitung für Züchter und auch ein Familienbetrieb. Aber Rick und Jan Hermanns stehen für Tradition. Mitte der 80er, da ist Taubenzucht Massensport und Jan Hermanns ein Experte im Fernsehen. 100.000 Züchter schicken damals Tauben zu den Rennen. Seitdem gaben 8 von 10 auf. Ist das Geld aus China nun die Rettung oder der Ausverkauf? Da gibt es zwei Antworten. Auf der einen Seite war es früher viel netter. Wenn sich die Leute im Dorf trafen, redeten sie entweder über Radrennen oder über Taubenwettflüge. Das gibt's nicht mehr. Die Welt hat sich verändert und damit der Taubensport. Für uns war der Sport das Ziel. In China ist er Mittel zum Zweck und das ist das Wetten. Zurück bei George, dem Schlagmanager, der mit seinem Sohn alt und neu vereinen will. Der Volksmund nennt sie Taubenmelker, doch sie haben die Chance zum Millionär. Da liegen sie, die Eier, sagt er. Können Gold wert sein. Ja, wer weiß. Mein Sohn träumt davon, Barcelona zu gewinnen und den goldenen Flügel zu holen. Des Siegers Ehre bleibt der Lohn der Mühe. Doch stetig steigt der neue Reiz zum Einstieg, der Verkauf von Nachkommen, kurz die Aussicht aufs Geld. Es ist ein bisschen wie ein Glücksspiel, aber es ist auch das Demokratische am Taubensport. Eine dieser Tauben könnte die richtige Taube sein, die Supertaube, und könnte einem kleinen Mann zum großen Geld verhelfen. Züchter und Kunden verbinden, Tauben auf Hochglanz drucken. Nicolas Heiselbrecht nimmt dafür ein Drittel Provision. Die nächste Auktion läuft schon. Früher war unser Image angestaubt. Wir waren ein bisschen Randpersonen. Jetzt sind wir plötzlich hip. Im Fußball fließt doch auch viel Geld. Und macht das den Sport kaputt? Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Und wo ist New Kim? Die ist irgendwas. Die ist an einem sicheren Ort. Verraten Sie uns, wo sie ist? Der Käufer will nie. Das möge der Käufer nicht. Schließlich ist dies kein Hobby mehr,
sondern ein Geschäft.